Guten Morgen. So, ich bin wieder unterwegs. Mache heute wieder eine Buschkrafttour allein mit Übernachtung. Ratet mal, wo ich bin. Ja? Diesmal am Bodensee. Ja. Letztes Mal war Hegaublick. Dachte ich, ja, gehen wir mal ein bisschen weiter runter in den Süden. Ja, heute sieht man auch schön die Alpen, den See. Ha, ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Tour heute. Ja, dann gehen wir mal einen Lagerplatz suchen. Bis denn. So, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Platz. Jetzt vielleicht auch was gefunden mit Seeblick. Das ist natürlich geil. Na ja, mal sehen. Schaut mal, da ist der See. Bodensee. Ja, es ist wunderschön hier, aber es geht ein Wanderweg direkt hierher. Ja, nicht ganz so ideal. Ich suche noch weiter. Ihr seht auch, wie grün es ist hier. Die Buchen sind schon grün. Und es wächst hier alles schon. Bei uns ist es noch nicht so weit. Aber am Bodensee kommt alles früher. Ja, die Natur ist ja schneller. Ist ja auch wärmer hier. Da geht es noch weiter runter. Schaut mal, hier ist der See direkt. Vollgehalten. Das wäre mal ein Bombenlager. Ich muss aber erst mal schauen, ob ich da eine gerade Ebenfläche, gerade Fläche finde. Ja, wenn nicht hier, dann vielleicht dort. Wir werden sehen. Thank you.
So, meine Hängematte ist aufgebaut, diesmal ohne Tarp. Es soll nicht regnen, es wird ein schöner Tag heute. Naja, dann nutzen wir das auch mal, wenn wir hier komplett die Natur mal mitbekommen. Weil es hier wunderschön, auch wieder viele Tiere, viele Vögel zu hören. Es wird geil, Bombe. Naja, jetzt mache ich noch ein bisschen vorbereiten fürs Lager, ein bisschen Holz suchen. Ein bisschen was bauen, schauen wir mal. Gell? Jo, bis später. Ja, schaut mal, was ich gefunden habe. Bärlauch. Sehr lecker. Das wird mein Essen heute Abend verfeinern. Voll geil. So, ich habe mir jetzt einiges vorbereitet. Schaut mal. Ja. Da wird dann heute Abend mein Hobo da stehen und dann kochen wir uns wieder was Feines. So, ich mache mich jetzt auf den Weg noch. Hier gibt es noch einige Burgen zum Besichtigen. Ja, ein paar Ruinen wahrscheinlich. Einige, aber wahrscheinlich schaffe ich nicht alle heute. Es war wieder so ein Marsch wie letztes Mal. Habe ich heute nicht vor. Ja. Aber mal schauen, was wir finden hier. Ja, es ist wirklich schön hier. Es ist richtig schön Frühling hier. Man merkt, blüht alles. Natur pur. Ah ja. Einiges hier zum Wandern. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Ah ja, ich freue mich. Ganz frisches Harz. Es läuft noch aus dem Bauen. Es hat irgendeiner hier mit der Axt angeritzt. So wie es aussieht, das Specht war es nicht. Ja. Lecker. Also ich habe jetzt ein Ziel. Ich gehe auf jeden Fall mal zu der ehemaligen Bodenburg. Es sind noch ein paar Kilometer. Ich glaube, es ist das einzige Ziel erreichbare heute. Die anderen zwei Burgen sind zu weit weg, ich weiß es nicht. Aber ja, mal sehen. Schaut mal. Ja, schöner Blick auf den See. Ja, richtig schön heute. Wieder keine Wanderer unterwegs, keinen einzigen getroffen. Naja, da lasse ich es mir halt gut gehen, wa? So, wie man es verdient. Und ich hab's verdient. Hier überall Schluchten. Es geht also wirklich Berg und Tal immer hoch und runter. Ich versuche immer oben zu bleiben. Ziemliche Steilhänge. Wie ihr seht. Nicht ganz ungefährlich. Also es gibt einen Wanderweg, der geht komplett runter. Immer hoch, runter, hoch, runter. Aber den laufe ich nicht. Zu anstrengend. Wir bleiben oben.
So, ich mache jetzt erstmal Rast. Hier irgendwo oben ein schönes Plätzle suchen. Ein bisschen hinsetzen, was Kleines essen. Ja, perfekter Stuhl. Da setze ich mich doch hin. Wunderschön. Ah ja, guck mal, Fuchsbau. Ja? Ja. Voll holder Baum jetzt. Ja, lang wird er auch nicht mehr leben. So. Oh, hat einer schon wild Schweinknochen gesammelt. Ja. Schön bei einer Wildsau. Ah ja, perfekt, hier bleibe ich. Ich glaube, ich gehe doch weiter nach unten. Schau mal da unten, ob ich einen besseren Platz kriege. Ob man den ganzen See drauf kriegt. Auf jeden Fall geht ein Weg runter. Da gehen wir mal auf kurz. Ah ja, geil. Cooler Weg. Etwas. Guck mal an die Spitze, dann sieht man vielleicht den See besser. Oh ja. Da geht's weit runter. Ja? Da bist du hoch, schau mal. Ich kletter angesagt wieder. Ja, ja. Oh, geil. Ist der Baum gewachsen. Schaut mal. Da eine Öffnung. Nochmal eine und nochmal eine. Ha. Schön. So, das war's wohl hier. Naja, ne, es geht nur weiter runter. Aber runter will ich jetzt nicht mehr. Ich denke, ich bleib hier. Ja. Also, bleiben wir da. Gegessen wäre, weiter geht's. So, wir sehen uns oben wieder. Schaut mal, wie viel Bärlauch da wächst. Das Bärlauchparadies am Bodensee.
Also hier in dieser Felsenlandschaft muss die Burg gewesen sein. Hier sieht man auch deutlich da der Stein. Ja. Ja, Zement, Steine mittendrin gegossen. Also hier muss die Burg gewesen sein. Hier sind einige Felsen solche. Ja, man sieht nicht viel davon, aber es sieht ganz zwar nach einer Burg aus. Ja. Schaut mal, was ich noch gefunden habe. Hörner vom Hirsch, ja. Vom Reh, ja, Hirsch würde ich eher sagen. Was man nicht alles findet, ja. Ja. Ah ja, ich guck mal, in der Nähe ist noch mal eine Burg, vielleicht mache ich die auch noch, schaut mal da runter. Immer ein schöner Blick, ja, vom See, und Bärlauch ohne Ende, überall hier Bärlauch, ist der Hammer, echt schön hier, top. Hier sind wir auch noch Burgreste. Ja. Sieht man. Hier ist Kies und Beton. Sieht man deutlich. Ja, war betoniert. Ja. So ist hier die ganze Landschaft. Schaut mal da hoch. Ja, sind noch ein paar Felsen hier. Weiß gar nicht, ob es hier weitergeht. Ja. Geht mal einen Weg. Jetzt sind wir schon hier, jetzt laufe ich den auch. Ah ja, jetzt wird steil und holprig. Ja, da sieht man es auch nochmal deutlich. Ja, schön gegossen mit Kies und Steine. Ja, da auch. Also hier muss die Burg gewesen sein. Ah, hier auch. Schöner Fels, ja. So, ich gehe jetzt noch zum Frauenberg. Ist keine Burg, aber da gibt es auf jeden Fall eine Aussicht. Die schaue ich mir jetzt noch an. Ich denke, das reicht für heute. Schaut mal hier noch. Hier, auf jeden Fall. Sieht das zumindest mal nach Burgresten aus. Was meint ihr? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Aber ja, sieht schon danach aus. Ja, gespalten, ja. Einmal durch. Kein Kompass dabei heute. Oh, der sieht eher gebrochen aus, aber genau mittig. Ja. Oh, hier wird gebrochen. Da ist noch gebrochen. Ja, ja. Ich weiß hier mal die Bodenplatten oder so von der Burg hier. So, wir sehen jetzt oben. Ja, da geht es sehr steil hoch.
müssen wir jetzt hoch. Egal wie. Abkürzung. Und hier stecke ich rein. Genau gleich. Also vermute ich mal, es ist so entstanden. Also geht es unten. Sind es keine Burgreste. Sieht nicht danach aus. Ich weiß es nicht. Aber wenn der ganze Berg hier so aussieht, dann war das hier keine Burg. Ja, da müssen wir nochmal forschen. Das ist ja auch nicht wirklich eingezeichnet. Es gibt nur einen Namen. Ja. Also, da ist auch nochmal ein Weg. Aber ich glaube, den mache ich nicht. Ist zu eng. Der Sturm komplett den ganzen Ast weggebrochen. Ja. So zerstört man die Natur. Und es ist unglaublich, was hier totes Holz liegt. Glaubt ihr nicht? Schaut. Überall haben sie schon die Bäume rausgezogen. Die kaputten. Ja. So viel zu Sabine, ne? Ja, so viele Bäume waren es. Man hat auch bestimmt gesunde abgesägt, die schwach vielleicht sind oder waren. Ja, ja. Schaut mal, wie trocken die sind. Richtig innen durch den Wind. Schaut mal. Durch den Wind sind überall kleine Risse entstanden, weil der Baum sich ja biegt. Und wenn es eh sehr trocken war, dann geht es schneller. Da, alle. Hier sieht man es. Überall richtige Risse. Dann überlebt der Baum nicht mehr lange. Wenn er nicht im ersten Jahr fällt, dann fällt er im nächsten. Danke, Sabine. Ja, auch da. Ganz schön viele. So, ich mache mich jetzt erstmal zur Ruine Altbotmann und danach zum Frauenberg. Das liegt eigentlich ziemlich in der Nähe hier. Also gibt es doch noch was zu sehen. Schaut mal. Problem, Akku ist bald leer. Erstmal laden. Eine Stunde Rast machen und laden, sonst wird das Video nicht ganz so gut. Also, bis später. So, das ist ja die Burg. Steht vor einer Ruine. Ah ja, gucken wir uns mal an. Also man sieht auch hier, die Festungen wurden auch so gebaut, so wie der Berg auch ist, vom Gestein her. Man sieht es doch, also. Ja. Könnten Burgreste gewesen sein, ja. Weil hier ist es auch so. Hier die Steine drin. Ja. Ah ja, ich stehe kurz vor dem Tor. Man sieht, so wurde nachgearbeitet. Aber sonst alles andere sieht alt aus. Ah ja, gehen wir mal rein.
Das war doch mal ein Blick, ja? Geil. Ja, oben waren Leute, ich wollte da jetzt nicht reden. Schaut mal hier. So, ich genieße jetzt den Blick, lade den Akku auf und gönne mir mein erstes Bier. So, ich bin beim Frauenberg. Das siehst du. Ja. Ziemlich christlich gehalten. Wie immer. Da ist die Ruine Alt Bodmann. Da war ich vorher auch. Ah ja. Gar nicht schlecht hier. Naja, Frauenkirche halt, ne? Schaut mal in den Himmel. Sie fangen wieder an zu sprühen. Ja, da wird es bald regnen. Ha? Seit 4 Wochen kein Regen mehr. Seit Corona. Ja, die Wettermacher machen Pause. Jetzt viel berghoch. Naja, viel los heute. Man sieht auch, durch die Trockenheit hat der Bodensee ganz schön an Wasser verloren. Das ist immer deutlich, schaut mal. Ja, schaut mal hier, Zement. Natürliches Vorkommen. Haben die natürlich für die Burg natürlich gebraucht. Ne? Naja, hat es ja überall ganz viel so. So, ich marschiere jetzt langsam zurück zum Lager. Es ist noch wieder 3 Stunden geworden. Aber ich nehme jetzt eine Abkürzung. Auf den normalen Weg brauche ich vielleicht 2, 1,5, wer weiß. Bis später. Schaut mal, ich habe Büffel entdeckt. Eine Büffelfarm. Geil. Ja. Friedliche Tiere. Hat mal eingeführt hier, ja? Hey, warum nicht? Schön, ja? Oh, hier hat der Sturm Sabine ganz schön gewütet. Ja, hier, schöne Buche. Oh, hier. Alle Äste weg. Ja. So sieht es überall aus. Wirklich überall. Schlimm.
Da hinten schaut auf Zell. Ja, einiges los hier. Ja, da wo es eine Aussicht gibt, gehen die Leute hin. Ja. Cool, da fülle ich erstmal Wasser ab. Hier eine wunderschöne Eiche, richtig groß, stabil, noch gesund. So, ich bin gleich am Lager. Ging jetzt doch schneller als erwartet. Sehr gut, ich werde besser. Hier habe ich mir noch gefunden, Ablage. Die Kamera und andere Sachen. Und jetzt nehmen wir noch Bärlauch mit, nachher schön kochen wollen. Hier, alles frisch. Alles voll. Jo. So, das sollte reichen. Yeah. Ich bin gleich am Lager. Schauen wir mal, ob alles da ist. Yeah, alles da. Ist einfach herrlich. So einen langen Marsch einfach in die Hängematte. Gibt nichts Besseres. Ah, hier übelst geschwitzt. Socken ausgezogen. Hier schöne Bierablage. Bester Platz. Besser geht nicht. Schaut mal hier. Schönen Blick auf den See. So einen guten Platz hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, es wird nachher gekocht. Zuerst mal ausruhen. Oh, aber das Essen, da freue ich mich drauf. Ja, bei mir gibt es heute schlimmer Geschnetzeltes. Naja, freue ich mich voll drauf. Frischen Bärlauch habe ich. Reis habe ich mir vorgekocht. Den Rest mache ich hier. Perfekt.
Knoblauch. Kann man nie genug haben. Das sage ich immer wieder. Zwiebel darf natürlich auch nicht fehlen. Bärlauch, yeah. Diesmal habe ich meinen Löffel nicht vergessen. So, einiges vorbereitet. Ja, Fleisch. Das tun wir uns als erstes anbraten. Das machen wir jetzt. Ich esse jetzt. Wir sind fertig. Geil. Mit dem frischen Bärlauch. Also noch besser. Lecker, sieht lecker aus, schmeckt auch lecker. Hört ihr das? Da ist ein junges Reh. War so jung, glaube ich, auch nicht. Hat mich entdeckt. Es kommt ein bisschen näher. Es will mich wahrscheinlich verscheuchen. Ich hoffe, es geht nachher wieder. Es ist Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Ich bin gerade unten da hinten vorbeigelaufen. Ja, es mag mich nicht, glaube ich. Bin in sein Revier eingedrungen. Hm? Hatte ich bis jetzt noch nie so ein Erlebnis. Also man hat immer wieder mal einen Reh gehört. Weiters weg und dann. Aber so nah wie das jetzt kommt, ist was Neues. Bellt wie ein Hund.
Ja. Jetzt mal abwarten. Vielleicht geht sie freiwillig. Oder sie ruft jemanden. Ruft sie ihre Jugend, oder? Ich muss das Reh erschreckt haben. Das ist auf jeden Fall von hier oben. Es ist jetzt einmal rumgelaufen, auf der anderen Seite vom Hügel. Hat sich ganz schön beschwert. Ich will hier nichts Böses tun. Ich denke mal, hier ist auch so ein kleiner Pfad. Ich denke mal, da will das Reh vielleicht vorbei. Ich meine, ich bin nicht direkt im Pfad, aber in der Nähe vom Pfad. Ja, oder es hat mich nur entdeckt. Also jetzt ist es schon da hinten. Also schon mal weg von mir. Okay. Geht auf jeden Fall wieder. Hat ein bisschen gemeckert. Tja, die Menschen meckern auch, wenn uns was nicht passt. Schließlich zerstören wir auch die Natur von denen, ne? Braucht man sich nicht wundern. Naja, es geht. Geht auf die andere Seite. Ja, das Reh hat wahrscheinlich das Feuer gerochen und ist deswegen gekommen. Weil ich habe schon gehört, wie es den Berg runtergelaufen ist. Habe ich dich gehört. Ja. Vielleicht kommt sie jetzt wieder, jetzt brennt es. Schauen wir mal. So, ich gönne mir jetzt auch noch mal einen Talisker. 10-jähriger. Voll geil. Ist noch von dem Päckle. Den gönne ich mir jetzt. Cheers. Oh, der ist fein. Geil. So, ich lasse es noch ausbrennen und dann mache ich mir langsam auch die Hängematte. Das war ein langer Tag. Einige Schritte wieder gemacht. Ja, morgen wieder gut schlafen. Jetzt mal gucken, ob das Reh wieder kommt, aber ich denke nicht, weil Corona müsste schon lange gerochen haben jetzt. Ja. Also, dann bis morgen früh. Gutes Nächtle. Ja, guten Morgen. Ja, es wird langsam hell. Oder? Ja. Richtig gut geschlafen hier. Kalt war es nicht. War richtig angenehm. Das Reh, das ist gestern Abend nochmal gekommen. Hat zwar nicht mal gebrüllt, ist aber auf jeden Fall mal hier entlang gelaufen. Ja, es war nicht recht ruhig in der Nacht. Hab nichts gehört.
Ja, ja. Stehen wir mal auf. Ja. Oh, bei mir gibt es gleich Frühstück. Ich habe mir noch ein Brötchen mitgebracht. Ja. Wollte ich eigentlich gestern essen. Hab's ganz vergessen. Ja. Mal schön Tee dazu. Passt. Ja. So, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg zum Auto. Aufgeräumt habe ich. Ah ja, war eine coole Tour. Also, laufen wir mal los. Schaut mal, was ich gefunden habe. Wie so von so einem Speer oder so. Pfeilspitze. Schaut mal. So voll schwer, massiv. Ja. Naja, wer weiß. Vielleicht ist es noch von den alten Rittern. Hä? Ich weiß nicht, ob Stahl so lange überlebt. Aber cool. So, ich bin jetzt am Ende meiner Tour. Schön war es, kurz war es, naja, aber demnächst steht wieder eine Tour an. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. In dem Fall, bis zum nächsten Mal.